Wir schicken euch viele Grüße aus Frankfurt. Wir sind heute hier gemeinsam mit Alexander Schwarz, weil hier heute das weltweit erste Verfahren wegen Völkermord an den Jesiden vor einem Gericht verhandelt wird. Und das ist zu verstehen als eine Blaupause. Also das ist heute ein ganz entscheidender Tag für alle Jesiden weltweit, die diesen Prozess beobachten werden. Und das hat auch was mit der ethnisch-kulturellen Wurzel des Jesidentums zu tun. Denn es geht darum, dass heute zum ersten Mal der Straflosigkeit ein Ende gesetzt wird. Dass sozusagen die Taten, die an den Jesiden begangen worden sind, vor einem Gericht verhandelt werden. Und ich bin sehr dankbar, dass das ein deutsches Gericht ist. Und es ist in vielerlei Hinsicht bemerkenswert. Unter anderem auch deswegen, weil der Täter Taha Al-J aus dem Ausland hierher geholt worden ist. Das heißt, die Generalbundesanwaltschaft hat sich bemüht, dass er aus Griechenland ausgeliefert wird. Auch das ist ein Novum. Und es zeigt, dass die Weltgerichtsbarkeit, die 2002 ins Leben gerufen worden ist, mit dem Slogan No Safe Haven for Perpetrators, dass das jetzt umgesetzt wird, dass damit ernst gemacht wird und dass es darum geht, dass wir Völkermörder nicht frei rumlaufen lassen dürfen, egal woher sie kommen. Ja, es ist das erste Verfahren überhaupt, das in Deutschland den Genozid an den Jesiden verfolgt und bearbeiten möchte. Es ist ein sehr anspruchsvolles Verfahren. Den Tatbestand des Genozids zu ermitteln, gehört zu den komplexesten Tatbestanden des Völkerstrafrechts. Das hängt damit zusammen, dass bewiesen werden muss, dass der Angeklagte Taha Al-J die Absicht hatte, die Jesiden als Religionsgruppe zu vernichten. Das muss ihm nachgewiesen werden. Das heißt, es muss bewiesen werden, dass er wirklich subjektiv diese Absicht hatte. Die Problematik liegt daran, dass es keine direkten Beweise gibt, wie zum Beispiel Befehle, eben die Jesiden zu vernichten. Es wird also die Aufgabe des Gerichtes sein, herauszufinden, ob er durch seine Taten aller Wahrscheinlichkeit nach genau diese Absicht hatte. Wir sind heute vor allem hier, dass wir den Transfer zwischen der juristischen Sprache und dessen, was die Opfer auch erlebt haben, zu leisten. Dass wir letztendlich auch dafür sorgen, dass dieses Verfahren gehört wird, dass die Überlebenden dieser Massenverbrechen auch letztendlich eine Stimme bekommen. Und für uns ist es ganz entscheidend heute, darauf hinzuweisen, dass das Verfahren wirklich versucht, differenziert das aufzuarbeiten, was geschehen ist. Wir möchten auch darauf insistieren, dass das Thema Vergewaltigung als Kriegswaffe, wie es wirklich martial systematisch, geschlechtsspezifisch vom IS im wahrsten Sinne des Wortes durchgezogen worden ist und sozusagen auch in den sozialen Medien gestreut wurde. Und wir möchten, dass dieser Straftatbestand auch vor Gericht verhandelt wird. Deswegen sind ich und Alexander Schwarz heute hier. Ja, wir stehen gerade vom Oberlandesgericht und gleich geht das Verfahren los. Ja, der erste Prozesstag ist vorbei und beim Verlesen der Anklageschrift mussten wir alle schlucken. Insbesondere, wo konkret beschrieben worden ist, was den Opfern passiert ist. Insbesondere die 6-jährige Jesidin, die laut Anklageschrift getötet wurde, weil sie zu wild war, weil sie sich nicht tief genug gebückt hat zum Beten, weil sie einfach ohne zu fragen in andere Zimmer gegangen ist. Dafür ist sie misshandelt worden, infolgedessen hat sie sich eingenässt. Und dann wurde sie als Bestrafung der sengenden Hitze ausgesetzt und ist dabei verstorben. Was heute wirklich interessant war, ist, dass die Bundesanwaltschaft offenbar die Absicht hat, die Differenziertheit der Taten des Islamischen Staates in der vollen Breite in Bezug auf den Genozid ermitteln zu wollen. Sie haben von den Zwangskonvertierungen gesprochen, sie haben von Vergewaltigung gesprochen, sie haben von Folter an Jesiden gesprochen. Sie haben ganz ausdrücklich deutlich gemacht, in welcher Breite sie die Vernichtung des Jesidentums durch den Islamischen Staat beweisen wollen. Das heißt, der Fall wird aller Wahrscheinlichkeit nach über den Fall Taha Al-J hinausgehen. Die Bundesanwaltschaft möchte die Vernichtungsstrategie des Islamischen Staates wirklich nachhaltig und breitestmöglich ermitteln. Für mich persönlich als Jesidin, die 2014 den Völkermord an meiner Religionsgemeinschaft dokumentiert hat und dorthin gefahren ist, sind natürlich viele Bilder hochgekommen, insbesondere als Kocho erwähnt worden ist. Kocho ist ein Ort der Finsternis, ein Synonym für Völkermord. Und uns geht es darum, und das war auch der Grund, warum wir heute hier sind, zu zeigen und zu sagen, dass es noch ganz viele Opfer gibt, die auf Gerechtigkeit warten. Und ganz viele Täter da draußen, die das Gefühl haben, dass sie davon gekommen sind. Wir sagen, kein sicherer Hafen für Völkermörder und Kriegsverbrecher, egal an welchem Fleck der Erde sie sich befinden. Der IS hat den Jesiden gesagt, dass sie nirgendwo sicher sind. Und jetzt müssen wir alle den Spieß umdrehen und den Kriegsverbrechern zeigen, dass sie nirgendwo sicher sind, außer im Gefängnis. Als Menschenrechtsorganisation, die auf der Asche eines Völkermords gegründet wurde, war es für uns eine Herzensangelegenheit, heute bei dieser Prozesseröffnung dabei zu sein. Und ich bin sehr dankbar, dass unser Völkerrechtsexperte Alexander Schwarz in den nächsten Wochen diesen Prozess ganz eng beobachten und begleiten wird. Wir versuchen weiter für euch zu berichten, was in den nächsten Wochen hier passiert und vor allem, welche Beweise erhoben werden und welche Zeugen hier aussagen werden. Das wird ganz entscheidend sein für den Ausgang und den Verlauf des Prozesses.